Vom 9. bis 11. Juni findet hier auf dem Dipser Marktplatz wieder das traditionelle Dipser Stadtfest statt. Zum dritten Mal wird es organisiert vom Dipser Musikantenclub-Verein und Vorsitzender dieses Vereins ist Werner Buchhauer. Mit dem habe ich mich jetzt hier auf dem Dipser Marktplatz getroffen. Hallo Werner, grüß dich. Hallo Matthias. Vorbereitungen, ja, es ist ja nicht mehr lange hin. Wie weit seid ihr mit den Vorbereitungen? Wir sind fertig. Also es könnte theoretisch losgehen. Das Programm steht schon seit einigen Wochen und jetzt sind noch ein paar Einzelheiten zu klären. Uns fehlt noch ein bisschen Geld. Ansonsten alles perfekt. Es gibt ja wieder ein buntes Programm vom Freitag 18 Uhr, Fassbieranstich, bis hin dann zum Sonntag 20 Uhr. Gibt es vielleicht einen Höhepunkt, den du hier kurz erwähnen möchtest? Das ist natürlich Geschmackssache. Für die Freunde der Live-Musik ist sicher ein Höhepunkt am Freitagabend Engerling aus Berlin. Das ist eine sehr spezielle Sache, aber eben eine der wirklich wenigen richtig guten DDR-Bands mit Charakter, die sich bis heute gehalten haben und das zu Recht. Am Sonnabend ein Programm für die ganze Familie, da ist von allen was dabei. Und ja, das Abendprogramm wird diesmal die Lodrock-Band machen, weil wir 40 Jahre in diesem Jahr bestehen. Und das haben wir uns gedacht, es wäre ein entsprechender Anlass dafür. Am Sonntag dann von der Struktur her bleibt alles wie gehabt. Also Modenschau nachmittags und dann für die Schlagerfans in diesem Jahr Maja Kathrin Fritzsche. Ihr macht das jetzt, wie gesagt, das dritte Jahr. Ja. Im nächsten Jahr zur 800-Jahr-Feier der Stadt ist der Musikantenclubverein nicht mehr dabei, jedenfalls nicht mehr in dieser Form. Da ist ein bisschen Wehmut dabei? Nö, überhaupt nicht. Wenn ich daran erinnern darf, bereits im ersten Jahr hatte ich ja vorgeschlagen, für diese Feste einen eigenen Verein zu gründen. Diese Idee geisterte immer rum und die ist eben jetzt erst verwirklicht worden. Also damit keine falschen Gerüchte aufkommen. Niemand hat uns dazu gedrängt, eine freie Entscheidung und ich bin auch ganz froh. Aber bleibe sozusagen den Dipsern, was die Programmgestaltung anbetrifft, erhalten, wenn die möchten. Wenn eines Tages jemand sagt, wir wollen das selber machen, oder, da habe ich auch kein Problem damit. Also 2014 hat ja die Stadt das Handtuch geworfen. Ja. Weder personell noch finanziell konnten sie ein Stadtfest aushalten überhaupt. Ihr habt es geschafft, mit eurem Verein diese gute Tradition zu erhalten, das Stadtfest hier in Dippoldiswalde. Dafür, würde ich sagen, gebührt euch ganz großer Dank. Und jetzt wollen wir noch auf das aktuelle Stadtfest eingehen. Vielleicht, wir blenden jetzt nochmal eine Kontonummer ein. Vielleicht machst du noch mal einen ganz kleinen Aufruf an alle diejenigen, die vielleicht noch 5 Euro übrig haben, um dieses Stadtfest 2017 zu unterstützen. Genau. Liebe Dipserinnen und Dipser, wir würden uns freuen, wenn Sie noch mal nachgucken und vielleicht feststellen, dass Sie doch den einen oder anderen Euro entbehren könnten. Wie ich schon vorhin sagte, jeder Euro zählt. Und es ist voriges Jahr schon sehr, sehr knapp gewesen, aber da sind wir noch mal mit dem blauen Auge davongekommen. Dieses Jahr sieht es nicht so richtig gut aus. Das mag auch damit zu tun haben, dass die 800-Jahr-Feier schon ihren Schatten wirft und manche vielleicht denken, da gebe ich dieses Jahr mal nichts und dafür bei der 800-Jahr-Feier. Wie auch immer, also wir sind ja noch 4 Wochen Zeit und es wäre schön, wenn da auf dem Konto noch was eingehen würde. Also, wir wissen ja, Dips hat wenig Grund zum Feiern, aber wir lassen uns trotzdem die gute Laune nicht verderben. Stadtfest in Dippoldiswalde vom 9. bis zum 11. Juni. Wer noch einen Euro übrig hat, bitte an die unten angegebene Kontonummer spenden und dann feiern wir gemeinsam nochmal ein richtiges Stadtfest hier auf dem Dipser Markt. Genau.